Bevor der Part losgeht, mal zwei kleine Infos. Zum einen sollte der nächste Part eigentlich an letzte Woche kommen, aber ich habe das nicht mehr geschafft, Videos zu schneiden, aus dem Grund, dass ich die relativ spät am Abend aufgenommen habe und deswegen klinge ich in dem Part auch ziemlich müde und bin auch ein bisschen schneller genervt als sonst von manchen Sachen. Deswegen, ja, wollte ich euch nur ein bisschen vorwarnen, dass der Part, vor allem der Part, ein bisschen anstrengend zum Zuschauen sein könnte. Der nächste ist besser gewesen. Ich begrüße euch zur Folge Hyrule Warriors. Wir sind hier in der Mission, die wir im letzten Part, ja, geschafft haben eigentlich. Und suchen die zweite Skrytula. Die bekommt man hier auf der Mission oder in der Mission, wenn man 5 Festungen einnimmt und mindestens 40% der Leben noch hat. Und das. Beziehungsweise weniger als 40% der Leben verloren hat, das war jetzt falsch gesagt. Und da wir das deutlich geschafft haben, wie man sehen kann oben, ich habe glaube ich nur von der Herz verloren oder so mit Link, können wir diese Mission jetzt beenden hier und haben die zweite Skrytula geschafft. Und ich beende die Mission jetzt ganz kurz, dann sehen wir uns gleich wieder. Es gab ja noch eine Skrytula-Mission, die ich noch beenden oder noch mal machen musste wegen der zweiten Skrytula. Und ja, dann haben wir das hier auch geschafft. So war das jetzt. Moment, war das jetzt nur die Nachtschwärmer-Mission oder kam da noch was? Ich weiß nicht mehr genau. Weil wenn danach nichts mehr kommt, dann kann ich es auch schnell hier im Part machen, ohne zu schneiden. War es das? Nee, es kommt noch was scheinbar. Okay, noch wahrscheinlich ja, genau. Gut, den besiege ich schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach diesem Kampf hier. So, das hat jetzt eigentlich auch nicht so lange gedauert. Ungefähr noch eine Minute, anderthalb Minuten. Aber egal, ich habe es trotzdem rausgeschnitten, mal warum nicht. Muss man jetzt hier noch hier mal sehen, wie ich den besiege. Wir haben König Dongo eh schon oft genug in dem Let's Play gesehen. Deswegen. Ja, muss das nicht nochmal sein. Gut, dann bekommen wir jetzt noch ein wundervolles Puzzleteil hierfür. Sehr schön. Und dann zeige ich euch noch kurz, welche Mission das überhaupt war, nämlich die hier. Und irgendwo hatten wir noch eine Skulltula, die ich noch nicht geholt habe. Hier fehlt ein Item. Sehe ich gerade. Also eine Nahrung. Ich hole die mal ganz kurz. So, da ich jetzt inzwischen weiß, dass die Nahrung grundsätzlich nur in leeren Festungen ist. Hi, ich melde mich mal ganz kurz aus dem Schnitt, denn diese Information stimmt nicht. Es kann in leerstehenden oder gegnerischen Festungen sein. Das heißt nicht in den eigenen, aber in leerstehenden oder gegnerischen. Das hatte ich falsch in Erinnerung. Kann die eigentlich nur hier oben sein? Weil das ist, wenn ich das richtig sehe, die einzige leere Festung, die hier auf dem Map existiert. Das heißt, hier muss die irgendwo sein. Hä? Echt nicht? Gibt es noch eine leere Festung? Oder ist hier draußen noch irgendwas? Außer halt ein Vorposten. Das ist mir gerade relativ egal. Bin ich blind? Ups. Ich habe die Mission jetzt gerade beendet, ohne das gefunden zu haben. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe in der leeren Festung nachgeguckt und auch in den anderen Festungen habe es nicht gefunden. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe zwar zwischendurch Feennahrung eingesammelt, aber das war halt welche, die von irgendwem fallen gelassen wurde und halt nicht irgendwie wichtiger. Robe, da war mit einer. Oh, cool. Das verstehe ich jetzt nicht. Gucke ich später vielleicht nochmal. Hier fehlt mir auch eine Nahrung. Dass ich überall die Nahrung vergessen habe. Hühnerparty. Oh, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das mache ich jetzt nicht. Hier war das. Stimmt, da musste ich auch noch. Da fehlt mir sogar ein Schatz. Was war denn da mit mir los, dass ich tatsächlich nicht gefunden habe? Okay. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Nee. Oh, ein paar Level höher geht doch mal.
So. Ja, habe ich hier irgendwas Cooles für dich? So, hier auf dem Südplatz ist scheinbar, ja, mit einer Herzteil, was ich beim letzten Mal, warum auch immer, nicht geholt habe. Da war ich scheinbar ein bisschen doof oder so, keine Ahnung. Die Frage ist jetzt bloß, ob ich die Mission überhaupt, also ob ich die Dings-Mission hinkriege, die Skulltula-Mission, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Herzen ich schon verloren habe. Ich sind, glaube ich, schon über 40%. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich jetzt mit einem Spezialangriff 150 Monster töten muss oder halt mit verschiedenen insgesamt, ob das egal ist quasi. Ich habe keine Ahnung. Sagt mir das Spiel halt nicht. So, was ist hier schon wieder los? Im Hauptquartier, ich habe keine Ahnung. Wieder mega die Party, obwohl ich irgendwas aufgeräumt habe. Ja, die Mission, ich glaube, die hebe ich mir ein bisschen auf, bis ich da mehr Herz mitten habe. Also ich versuche die jetzt schon mal im Aachen abzuschließen, weil das ist auf jeden Fall möglich, sage ich mal, momentan. Aber das mit den 40% Herzen verloren, also maximal, und dann halt noch 150 Gegner besiegen mit einem Spezialangriff oder halt mehreren, keine Ahnung. Das scheint momentan noch relativ unmöglich für mich zu sein. Also außer, ich weiß halt nicht genau, was alles zu Spezialangriff zählt. Ist das die gelbe Leiste oder auch die grüne Leiste mit? Keine Ahnung, weil wenn die grüne Leiste auch mitzählen würde, dann wäre das relativ machbar, weil da kann man ja relativ gut hoch sich arbeiten mit der grünen Leiste, mit der Magieleiste. Deswegen, wenn ich mal ein bisschen Magie finden würde, wäre das voll machbar alles. Aber das passiert hier auf dem Map irgendwie nicht. Ach ja, was auch immer. Mal gucken, ob ich das hier schaffe. Jetzt ist jetzt so Hauptquartier schwer zu fallen. Ey, was ist denn heute hier los? Hier ist jedenfalls der Sondereinheitenanführer. Ja, wir werden es gleich wiedersehen, wenn ich das hier vielleicht mit dem A-Rang geschafft habe. Mal gucken. Ich hoffe, ihr bleibt dran, also kurzer Schnitt. Oh, jetzt Magie, guck mal. Krass. Dann kann ich jetzt eigentlich hier, Moment, mich relativ hocharbeiten auf eine ordentliche Gegneranzahl. Wenn ich jetzt hier weitere Gegner finde. Ja, das ist das Problem. Jetzt sind nämlich keine mehr da hier. Super. Ja, toll. Super. Ah, jetzt ist Hauptquartier gleich tot. Ja, ich hab's, glaube ich, eh verkackt. Jetzt hier irgendwie klar zu kommen. Hätte ich die Magie mal im Hauptquartier eingesetzt, ich Idiot. Och, ich bin so blöd manchmal. Unfassbar. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen Magie. Ja, aber nix. Super. Was ist eigentlich alles los im Hauptquartier? Ja, das habe ich eh verkackt, weil die Leiste vom Quartier ist jetzt so weit runtergetrieben. Ist unmöglich, noch irgendwas zu reißen. Oh Gott, hier ist Magie. Aber ich habe wahrscheinlich schon viel zu viele Herzen verloren insgesamt oder so, keine Ahnung. Aber so viel ist hier gar nicht mal los im Hauptquartier. Ja, toll. Oh, ich habe echt noch verloren, geil. Weil es voll die von der gelben, ja, ins Hauptquartier kommen sind, ist mir egal. Nö, ist mir egal, das mache ich jetzt nicht doch mal, vergiss es. Ah, ich habe wieder richtig Bock auf das Spiel gehabt, aber jetzt ist meine Laune im Eimer gerade, weil das war jetzt einfach nervig. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal, vergiss es. Wir machen das jetzt hier. Oh ne, das ist mit der Kneta, vergiss es. Oh Gott, nur nerviges Zeug da oben. Gibt's hier irgendwas Cooles? Hier habe ich auch wieder einen Pilz vergessen, scheinbar. Siege, oh.
Ja, da ist jetzt überall nur nerviges Zeug. Heile den Dieb. Ja, was auch immer. Ach, das machen wir jetzt in dem Part. Mit Impa scheinbar. Let's go. Das war jetzt gerade einfach viel zu nervig, die ganze Mission. Ach, ich habe jetzt alle ganzen Rubine gar nicht bekommen, die ich da eigentlich bekommen hätte oder was. Cool. Ja, bei der Mission gerade habe ich einfach entscheidende Fehler gemacht. So muss ich eigentlich hin. Ich habe. Also, erst habe ich ganz gut gespielt eigentlich. Aber dann, als ich versucht habe, die ganze Zeit eventuell noch die Mission hinzukriegen, die Skulltaler-Mission, das war mein großer Fehler, weil das war halt nicht mehr wirklich möglich und deswegen habe ich damit zum einen viel zu viel Zeit verschwendet und zum anderen sind eben in der Zeit viele Feinde ins Hauptquartier gekommen und konnten da Schaden anrichten. Und das hat mich dann quasi getötet. Also das war mein großer Fehler gerade. Ich könnte das mit Midna schaffen, aber ganz ehrlich, jetzt ist da gerade meine Motivation für Gen 0. Also halt wirklich. Weiter als 0 kann die gerade gar nicht sein. So. Was gibt's eigentlich hier Spannendes zu erledigen? Jetzt sind wir Kämpfer gegen Goron, warum auch immer. Und ja, mal gucken, was willst du hier machen? Wir müssen scheinbar. Ja, wir müssen wieder die verbündeten Einheiten retten. Okay, das ist klar. Und da oben ist irgendwer Rotes, den ich besiegen muss oder was? Okay. Ja, ich habe jetzt mal ihr Naginata genommen, weil ich damit um einiges besser klarkomme als mit ihrem Großschwert. Wer ist denn hier oben? Der Stahlfoss oder was? Der Steinmeister, tut mir leid. Ach Gott, ein Schildmoblin, du kannst mich mal. Haben wir das schon mal gesehen von ihr? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Oha. Das kommt mir echt unbekannt vor, der Angriff. Ich habe übrigens auch gerade für die Mission miteinander einen Trank gekauft, der. Aber wie heißt der nochmal? Der die. Dings, ja, ich kann mich halt wieder gut ausdrücken auf jeden Fall. Der die Schilde von den Gegnern leichter zerstören lässt. Das war sehr hilfreich. Aber Midna macht einfach, ich habe keine Ahnung, Midna macht gefühlt kaum Schaden irgendwie. Und das ist mein Problem, was ich mit ihr habe. Deswegen komme ich da in der Mission auch gar nicht wirklich weiter irgendwie. So ist ja scheiß Dieb. Nervt mich bitte nicht. So, ich habe sogar eine feindliche Festung, sehe ich gerade. Dann erobere ich einfach mal. Muss ja eh hier noch ein wundervolles Herzteil für sie finden. Habe keine Ahnung, wo die Truhen dem Neib sind. Muss ich nicht mal gucken. Aber vielleicht gibt es da hier oben eine, wer weiß. Das wäre jetzt ziemliches Glück. Gut, was im Bedrängnis. So, natürlich nicht. Wo gibt es denn die Truhen hier? Dort hinten, dort unten und da. Natürlich brauche ich noch die Dunkelheitsfeder für. Wahrscheinlich wird die eh in der dann sein. Deswegen hole ich die direkt einfach mal, würde ich sagen. Die Dunkelheitsfee. Auch spannend, dass die hier am Ort ist, wo das Masterschwert eigentlich ist. Voll der heilige Ort mit einer Dunkelheitsfee verseucht quasi. Gut, ja, haben wir euch alle weg, bitte. Euch, ihr liebe Stoßtruppen. So, wo ist der Kommandant? Da ist der Kommandant. Na komm, stirb. Dann gib mir das Ding. Nicht, dass ich die wieder nicht einsammle, wie schon mal. Das war wundervoll damals. Ich nehme jetzt schon
40 Minuten auf und kann davon vielleicht 15 Minuten Gameplay verwenden für den Part, weil ich halt die meiste Zeit nur, ja, ich komme gleich hier, Naruto, keine Sorge. Weil ich die meiste Zeit nur die Skulltula-Mission gespielt habe. Oder beziehungsweise die meiste Zeit jemand mitnah. Und ich bin mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass ich wirklich mit einem Spezialangriff halt 150 Feinde besiegen muss. Das war zu erwarten, dass es hier sein wird. Oder ist hier irgendwas anderes drin? Feenkleidung. Ach, die gibt es ja auch noch. Die gab es ja auch noch, stimmt. So, warum ist jetzt hier die Dings nicht auf? Ah. Wollte gerade sagen. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, jetzt bräuchte ich auch wieder so einen Schildtrank. Der wäre jetzt hier auch mega hilfreich gewesen. So, dass der Hyrule-Hauptmann. Da oben ist Ruto, glaube ich. Weil sie blinkt so ein bisschen grünlich. Weil sie wahrscheinlich Heilung braucht, kann das sein. Also der Punkt blinkt jedenfalls ein bisschen grünlich. Ja, krass. Das habe ich gerade erstmal im Spiel gemerkt, dass es so ist. Ich lerne dazu auf jeden Fall. So. 50 K.O.s, sehr gut. Dann rasen wir ein bisschen durch die Gegner durch. Es macht echt Spaß, mit dem Naginata zu kämpfen hier. Das ist echt geil. Ziemlich großartig. Viel, viel, viel besser als ihr Großschwert. Es fühlt sich so viel besser an, einfach. Es fühlt sich viel besser an. So, da ist eine Midna. An dir kann ich jetzt meine Wut auslassen von gerade. Auch wenn ich da gegen andere gekämpft habe, nicht gegen dich. Aber jetzt doch gegen dich, klar, aber ich habe mit dir eigentlich gekämpft. Aber halt in einer wahren Form und so. Und du hast mir keine gute Zeit beschert mit einer. Ich kann mit dir einfach nicht spielen, das ist so das Ding. Und das ist so das Problem, was ich dann eben bei ihr habe. Wenn ich nicht mit ihr spielen kann, dann sind halt auch solche Missionen einfach kacke. So, den Nordplatz haben wir erobert auf jeden Fall, was sehr gut ist. Und Impa zündet den ganzen Ort hier an, auch gut. Wenn sie Bock drauf hat, meinetwegen. So, wir kümmern uns kurz gegen Midna, weil sie könnte uns eventuell cooles Material droppen oder so, wer weiß. Das ist echt eine krasse Fähigkeit, ich finde die voll cool. Auch wie einfach an die Mitte sind, so. Das ist ziemlich cool, meiner Meinung nach. So. Kannst du Dankeschön einen Schwachpunkt zeigen, wollte ich sagen. Und Level Up für Impa. Oh, ich bin einfach. Ich merke gerade, wie spät es schon wieder ist. Als ich den Part begonnen habe, war es noch nicht so spät. Ja, aber es ist meine eigene Schuld, wenn ich halt sage: Ja, ich mache mal die Skulltulas. Aha, gute Idee auf jeden Fall. So, schrei nicht so rum, gib mir gutes Material. Dankeschön dafür. So. Und dann. Brauche ich jetzt bitte noch mein Herzteil. Das wäre wundervoll von dir, Spiel. Wenn ich das noch bekommen könnte. Da hätte ich echt nichts gegen. Hier war doch auch noch ein Spawnpunkt von der Truhe, oder? Ich glaube, ja. Deswegen rase ich einmal hier durch mit meinem Naginata und hoffe, dass ich die Truhe hier bekomme. Mit deinem Herzteil. Das wäre sehr schön. Oh, das ist so viel besser als ihr Großschwert. Wirklich, das ist einfach viel besser. Ich habe genau wegen dem Großschwert nicht so gern mit Impa gespielt, aber das ist einfach viel besser. So. Dann gönnen wir uns das Herzteil bitte. Dankeschön dafür. Und dann können wir uns um den feindlichen Feldmarschall kümmern. Was hast du denn hier?
Jetzt auf jeden Fall nichts mehr. So. Besiegen wir ihn schnell, habe ich gehört. Hallöchen. Ah, Tanto, was ist das? Ja, wer sollte das sonst sein? Aber vorher muss ich noch ein paar Feinde besiegen, bis ich auch auf die Anzahl für den Aran komme. So. Und bam! Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, noch einiges. Die 15 Minuten sollte ich nicht mehr überschreiten. Kannst du wieder aufhören, Santo? Meine Nerven sind schon genug gereizt. Kannst du denn nicht riesig sein, random einfach? Das wäre echt super von dir. So. Hauen wir von der Magie ein bisschen raus und machen uns eine ordentliche Feindeskette jetzt hier. Was ich gerade in der Mission gebrauchen hätten können. Aber ich wäre eh gestorben, deswegen wäre das eh egal gewesen. Ob ich da jetzt genug Feinde besiege oder eben am Ende des Tages doch nicht. So. Jetzt können wir unsere ganze Aufmerksamkeit aufs Santo lenken. Den verrückten Spinner. So. Oh Mann, oh. Ich habe es nicht geschafft, seine Schwachmonatzeit zu reduzieren. Bam. So, wundervolle Kamera mal wieder hier. Ich hoffe, die Mission ist beendet, wenn Santo tot ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es einfach. So, na komm. Sterben Sie, Herr Santo. Sie haben ja nichts mehr zu suchen. Komm, du hast doch kaum was an Lebenseisetrenner. Dankeschön. Schrei nicht so rum. Ist halt dein Problem, wenn du denkst, ich stelle mich der großartigen Impa und den anderen in den Weg. So, und da haben wir meine wundervolle A-Rang-Belohnung, die ich mir redlich verdient habe. Wundervoll. So, kennen wir die Animation den Naginata schon? Keine Ahnung, deswegen lass ich es einfach mal drauf. Ich glaube nämlich nicht. Die ist ziemlich cool. Sehr schön. Impa, unsere gefeierte Heldin auf jeden Fall. Impa, unsere gefeierte Heldin auf jeden Fall. Man merkt, dass es spät ist und ich ein bisschen genervt bin von der Mission mit einer gerade. Es tut mir leid. Ach ja. Piratenbandana, sehr schön. Gut, damit hätten wir die Mission auch geschafft und ist hier lang. Ja. Oder besiege schnell alle Riesenmonster. Ja, wenn es schnell geht, dann mache ich die mal. Ach ja, ich habe Spaß mit der Ocarina hier im Menü auf jeden Fall. So, ich habe ein paar andere Charaktere genommen, weil, warum nicht? Einfach mal, dass wir ein bisschen Abwechslung sehen. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier Marschbefehl alle erstmal hier hoch zu dem. Oh nein. Nicht du. Warum denn du? Aber okay. Das sollten wir hinkriegen. Hallo Agorok, du musst mich nicht nerven. So. Dann ich habe den Kampf gegen ihn voll verdammt scheinbar. Na komm mal her. So. Na komm runter. Und im Hintergrund mit wundervollen Bildern von Link. So, sehr schön. Nein, er lebt wieder. Und Ägyptus! Warum sind Ägyptus im Hintergrund?
Das Spiel hat heute echt Bock, mich zu triggern, oder? So, komm runter, mein Freund. Jetzt kommen die ganzen Riesenmonster auch noch hierher. Na komm, stirb. Und jetzt sollte Link ihn eigentlich besiegen können. Perfekt. Nummer 1 ist schon mal weg. Mit irgendwelchen lila Nebel gerade im Gesicht. Sehr schön. So. Die Gibdos. Ich raste aus. Niemand braucht und mag euch, Gibdos. Niemand braucht und mag euch. Nur mal so nebenbei. So, können wir gerne ein paar Flammengibdo-Bandagen droppen, weil die brauche ich noch, glaube ich. Natürlich nicht. So, meine Freunde. Ich glaube, wir gehen jetzt auf das Monster hier. Oh, ey, ich suche mir auch nur die schlimmsten aus, oder? Der Verbannte. Ja, warum nicht? Mitten an so einem kleinen Gemäuer hier. Klar. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Oh, jetzt bin ich ja dumm. So, versuchen wir ihn wegzuhauen. Ist er schon kaputt? Ist nicht schnell. Aber ist mir voll recht. Gerade haben wir eine sehr schöne Innenansicht vom Verbannten gesehen. Und stirb hoffentlich. Nein! Da sind nur noch 3 Lebenspunkte oder so drinne, keine Ahnung. Oh, jetzt macht er den weißen Hai hier. Ja, ist gut. Oh, ich sehe auch alles auf jeden Fall. Kann sehr gut ausweichen. Dieses Gemäuer hier ist auf jeden Fall richtig perfekt dafür geeignet, gegen so einen Gegner zu kämpfen. Das ist echt perfekt hier. Perfekt ist das hier gemacht dafür. Definitiv. So. Jetzt fall um und lass dich einfach besiegen, mein Freund. Dankeschön. Und wer ist letzte im Bund? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vorhin nicht auf die Pixel-Sprites geachtet. Wahrscheinlich irgendwer noch nerviger ist als der Verbannte. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. So, okay, sogar was Goldenes. Das ist wenigstens lohnenswert. Ja, okay, das ist machbar. Das ist machbar. Ich habe sogar vermutet, dass es Goma sein wird, aber ich habe es nicht ausgesprochen. So, da haben wir noch einen Transportsoldat. Der jetzt nichts mehr transportiert. Hallöchen, Goma. Long time no see. Warum jetzt Daphnos? Bam. Voll in den Clubschar rein. Und dann versuchen wir dich mal wegzuhauen, würde ich sagen. Das sollte ja nicht allzu schwer sein, sagte er. Und schon hat sie... Oh, war es wieder auf den Beinen. So, komm, mach deinen Laserstrahl. Let's go. Mach dein... Könnt ihr bitte aufhören, sie anzugreifen? Jetzt könnt ihr gerne angreifen. Da habe ich absolut nichts dagegen. Und tschüss. Das war doch machbar. Hat auch nicht allzu lange gedauert. Und dann haben wir noch eine schöne kleine Nebenmission für den Part geschafft. Jetzt bin ich schon wieder bei irgendwelchen anderen Spielen. Nebenmission, genau. Wir machen gerade Nebenquests hier. So. Herzcontainer für Sorokit. Du warst ein Herzteil, keine Ahnung. Herzcontainer, sehr gut. Und damit sehen wir uns im nächsten Part von High Warriors wieder, würde ich sagen. Das war doch heute halbwegs erfolgreich, auch wenn es mich ein paar Nerven gekostet hat. Oh Mann. So, sehr schön. Und dann, ja, geht's im nächsten Part hoffentlich mit wundervolleren Sachen weiter als dem hier. Wir bekommen jedenfalls eine Lyra der Göttin. So, was muss ich machen, um hier hochzukommen? Wahrscheinlich das Floß benutzen. Schätze ich mal, jo. Okay.
Ach, das hätte ich vorher machen müssen, bevor ich das abschließe, oder was? Oh, das konnte ich ja nicht mehr wissen. Das tut mir leid, das war doof. Dann schließe ich die Mission nochmal offscreen ab. Und hier habe ich gar nichts geschafft, scheinbar. Okay. Dann mache ich das nochmal offscreen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part von Hyrule Warriors wieder. Bis dann, ciao, euer V-Road, tschüss.